Schneiden, schneiden, schneiden. Der neue Song aus der Reihe Kneten, Kneten, Kneten. Pinguine. Die pinken Pinguine. Man nennt sie auch Flamingos. Genau. K steht für Claudio. Nein, Claudio wird mit C geschrieben. Ich weiß. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einer Customized-Challenge. Wir haben uns mal wieder was ziemlich Cooles überlegt. Es erinnert ein bisschen an die Candy-Challenge. Mhm. Wir haben nämlich einen Würfel hier und haben hier ganz viele Bastelmaterialien oder vielleicht 5-Minuten-Challenge. Ja, 5-Minuten-Challenge. Genau. Wir haben ganz viele verschiedene Bastelmaterialien und jeder von uns hat so ein ganz schlichtes Shirt. Ja, dieses Shirt wollen wir heute gestalten. Innerhalb von, haben wir schon gesagt, 5 Minuten, 10 Minuten? Ich würde sagen 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten ist laut. Das wird schon echt bei Shirts schon knapp. Das wird schon wieder. Aber wir dürfen nicht alle Materialien benutzen, sondern wir haben auf Position 1. Das sind so kleine Cabochons, Muscheln, Anhänger, Glitzersteine. Da kann man sich was aussuchen, wenn man die 1 würfelt. Mhm. Bei der 2, da darf man sich irgendwas von diesen Glitzerstoffen nehmen. Das sind so glänzende, glitzernde Stoffe zum Aufbügeln, zum Aufkleben. Auf 3 gibt es so Bänder und so Glitzerfäden. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf. Hier ist noch so ein anderes Band und hier sind so Pompons dran, so Mini-Pompons. Und das hier ist so richtig schön geflochten. Ja, auf Position 4 ist eine ganze Tüte voll mit Aufbügelbildern. Die kennt ihr schon aus einigen Videos von uns. Die haben wir auch schon bei einigen Customize-Videos benutzt. Wenn man die 4 würfelt, darf man sich da was aussuchen. Ich würde sagen, dann darf man sich mehrere auch nehmen. Ja. Ne? Hier jetzt nicht mehrere Bänder, aber zum Beispiel da mehrere Anhänger oder hier mehrere Aufbügel. Ich finde, da darf man dann so eine von den Dosen nehmen. Je nachdem. Oder ich würde sagen, wenn nicht, dass wir beide das würfeln, dass dann schon eine Dose komplett weg ist. Stimmt. Man darf sich so 3 Sachen aussuchen, oder? Genau, da finde ich auch so 3. So 3 und bei den Stiften auch. Ja. Die nächste, die 5 sind nämlich Stifte. 24 verschiedene Farben haben wir da und da kann man sich dann auch so 3 aussuchen. Ne? Ich finde 3 ist immer eine gute Zahl. Und Nummer 6 auf dem Würfel. Das sind so ganz viele verschiedene Stoffe zum Aufbügeln oder hier ein ganz großer Stoff mit Pinguine. Die pinken Pinguine. Man nennt sie auch Flamingos. Genau. Ich glaube, die fliegen sogar. Scheren dürfen wir einfach so benutzen ja. Und zum Basteln dürfen wir auch gleich die Heißklebepistolen benutzen. Da haben wir auch 2 Stück von da. Ja. Und ich würde sagen, Kathi darf anfangen zu würfeln. Wollen wir 3-mal würfeln? 3-mal klingt gut. Wir haben ja gesagt, heute 3 ist 3. Eine gute Zahl. Spannend. 1, 2, 3. Das heißt hier bei den Sachen, ne? Das ist alles sehr, sehr hübsch, finde ich. Das hier ist übrigens das, was letztens an dem Geschenk für Eva dran war. Da haben wir gesagt, danach werden wir es wieder verwenden, um zu basteln. Fällt mir gut, aber ich glaube, ich nehme dieses ganz bunte hier. So, dann würfel ich mal. Und ich habe die 1. Die 1 ist eigentlich das Coolste, weil da sind diese ganzen Anhänger, Muscheln. Ja, die Anhänger, Muscheln sind dabei. Es wäre natürlich auch sehr, sehr cool so mit Nadel und Faden, aber das haben wir jetzt. Es dauert, glaube ich, auch einfach zu lange. Wir können Nadel und Faden noch dazu holen. Das ist kein Problem. Man muss sich das nur überlegen. Es dauert natürlich ein bisschen. Aber ist bei denen natürlich auch hübscher, als wenn man die einfach anklebt. Das stimmt. Ich würde sagen, wenn du dich dafür entscheidest, dann holen wir die Nadel und den Faden noch dazu. Nee, ich entscheide mich aber tatsächlich nicht dafür. Ich nehme die Glitzersteine. Okay. Da gibt es 2 verschiedene Dosen, einmal große und einmal kleine. Ja. Ich nehme die großen. Darf ich die ganze Dose haben, weil es 2 gibt? Ja, ich habe jetzt hier 4, 1, 2, 3, 4. Die auf mehr. Was hier gut zu passt. Ich darf mir ja 3 Stück aussuchen. Ja. Feder nehme ich. Ein K nehme ich. Oder ich nehme noch eine 2. Feder. Ich habe 2 gleiche Federn gefunden. Ich glaube, das wird sehr gut aussehen. So, ich würfle ein 2. Mal. Und ich habe die 6. Ah, hier die Stoffe. Schön. Sehr schöne Farben mit dabei. So Aufbügelbilder, die kann man, glaube ich, eigentlich so auf die Knie machen, wenn man. Ja, das erinnert mich auch so ganz, ganz stark daran. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei dem Pink. Vielleicht die 3. Ich bleibe bei den Rosetönen. Das war jetzt dein 2. Material. Das war mein 2. Material. Und es gibt wir kommen jetzt noch zu Material Nummer 3. Großes Finale. Großes Finale. 1. Ich gebe es dir rüber. Und ich würde auch sagen, ich da durfte ja auch den ganzen Kasten. Du darfst ja auch den ganzen Kasten aussuchen. Na gut. Ich dürfte mir auch Nadel und Faden nehmen. Darfst du? Klar. Klar, klar. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde die hier cool, aber ich mag auch die Muscheln gerne. Und ich finde, die würden vielleicht auch dazu passen, ne? Ich glaube, die Muscheln und auch diese mediterranen Tierchen passen da beide sehr, sehr gut zu. Oder die Glitzersteine. Oder die Glitzersteine. Aber ich glaube, ich finde die anderen beiden Sachen besser tatsächlich. Ich nehme die Muscheln. Gut. Aber da brauche ich wahrscheinlich auch gleich Nadel und Faden. Ja. So, jetzt Kathi ist fertig und dann muss hier aufgeräumt werden gleich. Nummer 3. Ach, die Bänder. Die
Bänder. Darf ich die Glitzerfäden aufmachen und angucken? Darfst du, natürlich. Hm. Kann man die wieder zumachen, wenn man sie einmal auf hat? Oh. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie eine auseinandergefallene Perücke. Ist das Lametta? Und sieht auch sehr, sehr, sehr leuchtend aus. Das riecht komisch. Riech da mal dran. Ja, ich will das nicht an einem T-Shirt sehen. Ich möchte das auch nicht an meinem T-Shirt haben. Also das ist, wenn ich das so hochhalte, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt. Es leuchtet so lila. Das leuchtet so lila. Sieht so ein bisschen aus wie hier bei Schwarzlicht, ne? So. Ja, das ist super komisch. Ich habe leider die Tüte komplett kaputt gemacht. Wir haben zum Glück noch wieder verschließbare Tüten, wo man das wieder besser verschauen kann. Aber jetzt wird es erstmal kurzfristig so weggelegt. Ich nehme an, du entscheidest dich nicht dafür. Ich entscheide mich nicht dafür. Das war dann ein sehr komisches Material. Zwei Materialien nur zur Auswahl. Entweder hier dieses pastellfarbene mit Bommeln oder einfarbig. Das hier ist natürlich deutlich länger, ne? Das möchte ich bitte. Ja? Das möchte ich bitte, ja. Das möchte ich. Okay, welche drei Materialien hast du? Glitzersteine? Ich habe Glitzersteine. Dann habe ich hier diese Patches, nenne ich sie einfach mal. Ja. Und ich habe dieses große Band. Ich habe Muscheln. Ich habe drei Aufbügelbilder und dieses hübsche Band. Ja, wir haben beide Band gewürfelt, wir haben beide die, ich sag mal, die Krimskrams-Ecke gewürfelt. Ja. Und der Unterschied war... Du hast Patches, ich habe auch Patches, aber in kleinen. Und große und kleine Patches. Okay, wir räumen jetzt auf und dann kann es gleich losgehen. Ich bin heute die Stoppuhr-Beauftragte und habe schon einen Timer für uns eingestellt. Gut. 10 Minuten. Wir haben uns unsere Materialien, die wir benutzen dürfen, hier mit auf den Tisch gelegt. Sehr gut. Wir haben hier auch noch Nadel und Faden, falls man doch irgendwie was annähen möchte. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Ziehen wir die Shirts nachher auch an? Ja. Gut. Und ihr könnt natürlich dann in die Kommentare schreiben, welches euch besser gefällt. So, ich schneide gerade mal hier den Ausschnitt ein bisschen. Ich mache ja auch gerade schon was. Ich schneide auch schon was. Ich wollte eigentlich gerade einfach wild drauf losschneiden, aber habe mich dann doch noch entschlossen. Bitte nicht. Bitte nicht einfach wild ins T-Shirt reinschneiden. Das umzufalten, damit ich weiß, wo ich lang schneide. Ich schneide mir das nämlich etwas kürzer. Also das wird so ein bisschen so ein Crop-Shirt. Crop-Top. Ja, nicht ganz so Crop, weil es sind ja Herren-Shirts. Die sind also relativ lang. Wenn ich das jetzt abschneide, ich glaube, das geht doch trotzdem bis zu meiner Hose. Ja. Nee, meins ist so, vielleicht reiße ich das auch ein bisschen. Meins hat ja diesen runden Ausschnitt. Ja. Den habe ich jetzt auch schon weggeschnitten. Ich komme mit der Schere nicht so gut klar. Ich nehme mal die andere. Ich habe gerade schon mein Material runtergeworfen. Ich werde jetzt schon mit der Heißkleberpistole loslegen. Bei Kasi wird schon geklebt. Achtung, klebt nicht dein Shirt an mein. Oh, es tut mir leid. Dann haben wir unsere beiden Shirts aneinander geklebt. Und leider war die Challenge vorbei. Meine Idee ist jetzt nämlich, hier oben so einen neuen Saum dran zu machen. Ja, du machst das gleiche unten. Ich mache das unten rum, genau. Ja. So einen bunten Saum mache ich und ich hoffe, dass das Band, ja, das ist lang genug. Ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass es irgendwie nicht ganz reich. Ich habe ja auch reichlich davon. Vielleicht seht ihr, ich habe hier hinten rote Glitzer drin. Wir hatten jetzt gerade keine normale Heißklebepatrone mehr. Aber vielleicht werde ich gar nicht so viel Heißklebe benutzen, dass das überhaupt irgendwann... Vielleicht sieht man das auch. Genau, vielleicht. Ich glaube, das sieht man auch gar nicht. Ja, vielleicht von innen oder so. Aber, ja. Wer sieht denn das Shirt von innen, ne? Außer beim Waschen. Heißklebepistole natürlich immer wieder der Warnhinweis. Sie ist heiß. Ich merke es gerade wieder selbst. Sie ist heiß. Sie ist heiß, aber es funktioniert halt alles immer so mega gut mit Heißklebe. Und wir es hält immer so gut. Große Fans. Genau. Deswegen, wir sind Schande über uns. Wir sind riesengroße Heißklebe. So, mein Saum ist fertig und es ist gerade hier noch ziemlich heiß. Ich muss noch kurz warten. Der Kragen rollt sich ein und er klebt sich an sich selbst fest. Das darf nicht passieren, das darf hier nicht passieren. Und ich habe mir was ganz Süßes klebt überlegt. Klebt dich nicht an dich selbst fest. Bei meinem Band waren ja am Ende solche kleinen Bommel und die habe ich einfach dran gelassen. Und die baumeln jetzt hier so an der Seite. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Schneiden, schneiden, schneiden. Der neue Song aus der Reihe Kneten, Kneten, Kneten. Sehr gut, Eva. Ja. Das ist Evas Song. Das ist Evas Song. Schneiden, Eva hat jetzt auch endlich einen Song. Ja, Eva hat auch einen Song. Schneiden, oh, schneiden. Das ist der beste Song. So, ich bin schon mal relativ begeistert davon. Beziehungsweise schneide ich die nicht komplett ab. Ich schneide die einfach nur hier so, so ein bisschen ab. Ich schneide die Naht ab, damit die sich so ein bisschen kringeln. Das war nicht, ich habe gerade irgendwas gepiept. Das war nicht unser Timer, ne? Und nein, das war nicht unser Timer. Aber ich hatte kurz, mir ist das runtergefallen mit Heißklebe dran. Und es wäre mir beinahe auf dem Shirt gelandet. Aber es ist so andersrum gefallen. Nicht wie ein Marmeladenbutterbrot auf die Klebeseite, sondern so. Ich gucke jetzt mal gerade. Wir haben noch 3 Minuten immerhin. Wenn ich einen Aufnäher hätte,
Ja. Zum Beispiel so eine von den Spinnen oder so. Dann würde ich hier so eine Tasche machen und dann würde die Spinne da oben rauskommen. Ja, aber ich habe keine Spinne. Deswegen kann ich das nicht machen. Aber gut, dass du es sagst, weil es wäre eine gute Idee. Das wäre eine sehr gute Idee. Wir sind wieder hochkonzentriert. Ja. Man merkt, wir werden still. Es dauert, wir haben nicht mehr allzu lange Zeit. Ich glaube, ich schaffe es auch nicht mehr, als eine Muschel anzunähen. Wenn ich noch mehr annähen dürfte, weil ich mehr Zeit hätte, dann würde ich mir vielleicht oben am Kragen auch noch welche annähen. Aber jetzt im Moment mache ich einfach hier unten eine hin. Okay, was habe ich eigentlich gemacht in den letzten paar Minuten? Ich habe drei Herzen ausgeschnitten, die habe ich aufeinander geklebt und habe so ein süßes Herzmotiv. Ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, was du so ob ich überhaupt noch da bin. Und jetzt schnappe ich mir noch Glitzersteine und gruppiere die so ein bisschen. Wobei, vielleicht mache ich einen. Wir haben das ähnlich, Eva. Ich weiß nicht, ob du bei mir schon mal rüber geäugelt hast. Ich habe auch sowas auf der Brust. Das ist... Bei mir ist es ein K und die Federn, die habe ich mir da oben so hingeklebt. Genau, das habe ich euch auch gar nicht berichtet. Untenrum der Saum sind das Band und da nähe ich gerade noch eine Muschel an. Und oben an der Brust, da ist ein K und zwei Federn drauf. Ich versuche gerade, das hier noch ein bisschen mit Glitzersteinchen zu dekorieren. Das her. Falls ihr euch fragt, für was das K steht... Nee. Oh, stopp! Der Timer ist zu Ende. Ich ziehe gerade noch die Nadel hier zu Ende durch. Das K steht für Claudio. Nein, Claudio wird mit C geschrieben. Ich weiß. Das K steht für Kathi. Wir machen einfach beide weiter, ne? So, ich brauche noch eine Schere. Nein, ich habe nur noch kurz den Faden fertig durchgenäht. Okay, so. Dann würde ich sagen, stoppen wir hier einmal kurz, ziehen uns um und dann sehen wir uns wieder. So, und vor unserer Wand, unserer Fotowand, werden wir jetzt unsere neuen Shirts präsentieren. Und als allererstes betritt Eva den Laufsteg. Den Laufsteg. Ja. Und du hast ein echt süßes neues Shirt. Dankeschön, dankeschön. Es hat hier so ein kleines Herz in Dreifachlagenoptik. Und es ist auch absichtlich so ein bisschen asymmetrisch. Also ist ein ganz, ganz besonderes Herz. Sehr schön. Und das oben finde ich richtig süß mit diesen kleinen Puscheln. Dankeschön. Da sind überall diese kleinen Puscheln, sagen wir schon. Bommel, Puschels, genau. Diese kleinen Bömmelchens dran. Ich habe ja den Ausschnitt ein bisschen größer geschnitten. Und ich sehe, du hast es dir so reingesteckt, ne? Genau. Das Shirt. Ich habe das Shirt so reingesteckt. Das ist nämlich ziemlich lang. Es ist fast ein Kleid bei mir. Finde ich, kann man cool kombinieren. Ja. Auch mit diesen kleinen Bommeln da oben ist immer ein bisschen was anderes wieder, ne? Ja. Ich finde das auch ganz süß, dass es halt, das ist ja eher so ein bisschen beige. Ja. So ein bisschen off-weiß, würde ich sagen. Ja. Und die Bommel sind hier dann richtig, richtig weiß, passend zum Shirt. Ja. Also das kann man sehr, sehr gut kombinieren. Sieht cool aus. Achtung, jetzt steht einer hier hoch. Nein. So. Ja, doch, das ist sehr Bommel. Cool aus. Und ich glaube, ich habe sogar eine passende Kette dazu. Ja, sehr gut. Richtig gut kombiniert. Gut, dann gebe ich jetzt einmal die Kamera an Eva weiter. So, tada. Hi, da bin ich. Das ist mein Shirt. Ich habe hier das unten etwas gekürzt. Es reicht aber trotzdem so bis zum Anfang der Hose und einmal rundherum dieses Band. Das ist super. Und das super hat hier süß. An den Seiten so kleine Bommeln, die hängen da jetzt einfach runter. Und da habe ich auch noch ganz schnell eine Muschel angenäht. Ich finde, das passt so, so gut dazu. Also wenn dann auch, also eine Muschel reicht auch, aber man könnte auch noch mehrere dran machen. Ich hätte sonst vielleicht hier noch ein paar mehr oder hier oben noch. Ja. Und hier oben das K für Kathi. Und damit jeder auch weiß, wie ich heiße. Und noch die beiden... die Federn noch dazu. Ich finde, mit so Buchstaben kann man auch so richtig schöne Highlights setzen. Ich habe das übrigens extra gemacht. Eine Feder geht in die Richtung, eine in die. Also das ist einfach hier so ein bisschen verspielt. Und ist. Witzigerweise haben wir das ja beide gemacht. Aber du hast es auf der einen Seite, ich das auf der anderen Seite. Ne? Ich finde, sonst so eine schöne Position, um Sachen aufzukleben, ist hier auch immer so ein bisschen. Ja, wollte ich auch an der Seite. Ich hatte überlegt, ob ich die Federn hier hinklebe und das K und so. Und dann dachte ich, ach nee, ich mache es einfach hier oben. Dann ist ein oder bisschen, halt hinten bisschen auf dem Rücken. Genau, das ist halt auch immer ganz spannend. Genau. Oder die Schultern. Oder also die Ärmel halt hier oben. Die Federn hätte ich auch vielleicht hier einfach so hingeklebt. Das hätte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen können, so den Kragen so mit den Muscheln oder so benähen. Ja, genau, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Ja. Oder die Muschel, die Federn, eine hier und eine hier oder so. Das ist auch sehr cool. Ach, so viele schöne Ideen. Ja, da sind wir beide. Genau, unsere beiden neuen Shirts. Innerhalb von 10 Minuten gestaltet. Mit ausgewürfelten Materialien. Sehr, sehr cool, sehr spannend, hat super viel Spaß gemacht. Genau, und wahrscheinlich hätten wir uns eigentlich ganz andere Materialien ausgesucht, aber so ein bisschen mit einer kleinen Herausforderung haben wir uns coole neue Klamotten designt. Absolut. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich zu den Stiften gegriffen, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Weil das ist so das, wo man so als erstes dran denkt, so bei T-Shirt gestalten, erstmal zu den Stiften greifen. Oder wenn man noch mehr Zeit gehabt hätte, hätte man vielleicht dann auch noch mehr von diesen Anhängern und Muscheln gerne aufgenäht. Aber ich glaube, wir können ganz zufrieden sein für 10 Minuten. Ich finde, das ist sehr cool geworden. Hat super viel Spaß gemacht. Ihr
habe gesehen, ganz einfache Shirts, ganz einfache Basic-Shirts, weiße Shirts. Ich hatte es ja unten abgeschnitten, Eva an den Ärmeln und man kann so viele coole Sachen damit machen. Ja. Den Ausschnitt noch ein bisschen anders schneiden. Mhm. Ich hatte jetzt ja diesen V-Ausschnitt, dachte mir einfach, ich lasse den so, aber du hast den ja noch ein bisschen anders geschnitten, ein bisschen beklebt. Viele coole Möglichkeiten. Wie hättet ihr euch euer Shirt gestaltet? Schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Video mögt. Und ihr könnt natürlich schreiben, welches von beiden Shirts findet ihr cooler. Gerne alles unten reinschreiben, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.